So, ja, hallihallo, da bin ich wieder nach einer Woche der Abwesenheit. Ich muss zugeben, also es ist jetzt gerade Sonntag und normalerweise müsste jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, zwei Videos normalerweise draußen sein für die Woche. Habe ich aber nicht geschafft, weil Frühschicht diese Woche sehr viel und bei Frühaufstehen und dann noch im Nachhinein Videos aufnehmen abends, das packe ich einfach manchmal nicht. Deswegen entschuldige ich, dass jetzt halt an der vorherigen Woche keine Videos kamen. Dafür werde ich. Hallo? Lass mich bitte raus. Vielleicht kommt als Entschädigung dann diese Woche, also sprich, welchen haben wir heute? Den 18. Morgen ist ja Montag, der 19. neue Woche. Vielleicht kommt ja ab dann als Entschädigung drei Videos oder ich mache die zwei regulären Videos halt mal ein bisschen länger, damit alle zufriedengestellt sind. Ja, auf jeden Fall, wir sind wieder aber dabei. Pünktlich, mehr oder weniger. Gut, nee, von da kommen wir. Hier lang, genau. Okay, falsch abgebogen, war ja klar. Hello there. Kann ich sprinten? Also schneller? Irgendwie nicht, ne? Offensichtlich da hoch. Bitte klettern Sie da ran, das ist doch offensichtlich, oder? Übersehe ich hier was? Ach so. Okay, wir mussten dahin. What? Jawohl. Logisch, hätte man ja auch drauf kommen können. Ist ja nicht so, als wenn der mit solchen Skills nicht mal so ein paar Zentimeter höher springen kann, um die folgende Liane jetzt gleich zu greifen. Jawohl. Ich bin übrigens gerade dabei, die Aufnahmen ein bisschen zu optimieren, dass ihr quasi eine bessere Bildschirmaufnahme habt, weil das, was ihr jetzt seht, ist immer noch mit so ein paar kleinen Bugs und Glitches, nicht Glitches, aber Lags. Ja, ich würde als Lags bezeichnen. Kann ich hier irgendwas machen? Oh ja, okay. Ja, genau. Ich optimiere die Aufnahme. Das ist eine Lüge. Oh Gott, ich habe ja die Desert. Verschwende ich meine Schüsse hier. Alter. Okay. Das war unnötig. Zu viele Schuss verschwendet. Ich habe ganz vergessen, wie mein Munitionsbestand ist. Oder Waffenbestand. Och, geh doch drauf, Junge. Sagst du? Der flog weit. Sehr schön. Nate, hörst du mich? Ja, Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung, gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Aha, eine geheime Empore. Ja, müssen wir erstmal zur Kirche hinkommen. Ich kenne doch die Zugänge gar nicht mehr, ey. Ist eine Woche her, seitdem ich das gespielt habe. Ach Gottes Willen, jetzt zwingt mich das Spiel hier zu entscheiden. Nee, Moment mal. Hier war ich, daran kann ich mich erinnern. Hier lang? Nee. Oder doch? Oh, okay. Ich meine, das war richtig. Einfach auf gut Glück mal eben in eine Richtung gegangen.
Und dann klettern wir mal diese sehr stabile Liane hoch. Die so fest wie ein Drahtseil ist. Okay, ja. Definitiv richtig. Braucht ihr nicht. Mehr Verstärkung für euch bedeutet auch gleichzeitig mehr Leichen für euch. Das muss es sein. Ja klar, wenn du meinst, dann ist es das natürlich. Hä? Wollte, ach jetzt, okay. Aha. Aha. Aha, okay. Eindeutig, natürlich. Also, warum nicht, ne? So, bloß nicht runterfallen, es könnte feurig werden. Es würde definitiv nicht überleben. Oh mein Gott. Was eine Kamera. Um Switch. Oh, stabile Kronleuchte auf jeden Fall. Wow. Oh, stellt euch mal vor, sowas würde jemand oder sowas würdet ihr selbst mal das covern. Also jetzt nicht mit Ballerparts und Rumkletterei, aber ist da irgendwo im Nirgendwo so ein verlassener Ort, wo schon seit 50 oder 100 Jahren keiner mehr war. Keine Graffitis irgendwo, wirklich wo noch nie jemand war. Vor einer Ewigkeit. Ach, das wäre ja ein Träumchen. Und da stehen auch überall die Möbel und die Pflanzen wachsen langsam rein. Wunderschön. Was ist das eigentlich? Kunst aus Abfall und menschlichen Knochen. Lecker. Gibt es da nicht auch sogar eine Kirche? Oh. Das war Zufall. Gibt es nicht sogar eine Kirche irgendwo, die mit sowas wie menschlichen Knochen, also so komplett ausgeschmückt ist? Die ist eigentlich sogar recht bekannt, nur ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann mich ja schlecht darunter fallen lassen. Ich muss ja darüber, aber ja, das. Ich wollte es nur mal ausprobieren, weil ich bin mir nicht ganz schlüssig. Hä? Schlüssig? Verstehe. Och nee, jetzt muss ich doch. Die ganze Kacke umsonst, ey. Ja, das stürzt natürlich genau dann ein, wenn du daran kletterst, Nathan. Muss man ein bisschen abnehmen. Zu fett dafür, für den Job. So, jetzt aber. Jawohl. Junge, die Jumps, ey. Okay. Machen wir erst den anderen Schlüssel und dann müssen wir ja wie vor zu dem ersten kommen, ne? Boah, ich merke schon, ich habe wieder das Gefühl für den Parcours drinne. Jawohl. Okay, Number One ist finished. Was bringt diese Kette überhaupt? Die ist nutzlos. Nein, du solltest. Okay, so viel zu dem Thema. Ich habe wieder die Skills drauf. Jawohl. Den ganzen Weg nochmal zurück. Es gibt übrigens vielleicht demnächst wieder, ja, ich betone vielleicht. Weil dafür muss ich erstmal wieder gucken, wie meine Schichten sind. Aber eventuell endet diese Woche ein Stream mit Star Wars Battlefront 2. Ich weiß, ich habe das Transformer-Thema auch noch offen, aber
Ich sag mal so, ich will nicht auf etwas reagieren oder einen Stream veranstalten, wo ich mich dazu selbst zwingen muss. Das ist genauso wie mit den Videos. Okay, ich korrigiere, die Ketten sind doch nicht nutzlos, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil jetzt einfach nur dumm rumsitzen und halt sich die Tanzerwurz-Videos reinziehen, ohne dabei was zu empfinden oder irgendwie gezwungenermaßen darauf zu reagieren, das will ich nicht. Deswegen, das ist so ein weiteres Eisthema von mir, was irgendwann wieder aufgewärmt wird. So. Und jetzt? Das führt in eine Sackgasse. Ah, sieh mal an. Och, unfair. Der hätte ein Dreieck sein müssen. Wegen Öffnen. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ja, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken, kommt sofort. Und Sully? Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben, das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Genau, Sully. Nimm mal den gruseligeren Weg. Nicht den sicheren. So, ich kann mir schon denken, wie das jetzt gleich wird mit unbemerkt vorbeikommen. Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Oh, das bemerken die jetzt erst? Wow. Oh cool. Nice, nehme ich. Obwohl, dann ist mein Gewehr weg. Ah. Moin. Bis dann. Huh. Granatwerfer Typ. Leck mich. So. Und wo ballert der? Hab dich. Du Drecksau. Ey. Pisser. Och. Was soll denn das? Aber der Typ mit seiner Schrot nervt mich noch. Ja, soviel zum Thema unbemerkt, ne? Da. Noch so einer. Sag mal, wie viel Geld haben die denn, dass sie sich so viele Granatwerfer leisten können? Ach ja. Weißt du, ich schließe mich einfach denen an. Und bekämpfe Sully und Elena. Dann kann ich auch nur mit Granatwerfern, Granatdingern rumballern hier, ne? So, erstmal über die Gräber richtig respektlos latschen hier. Nein, bin ich nicht. Lüge. Lüge! In Ordnung. Ich will die Desert nehmen, aber die schießen mich währenddessen bestimmt ab. Ha! Hat gerade noch so gereicht. Hauptsache drauf! Okay. Wir nehmen die Desert. Und tauschen. Oh, wir nehmen den Granatwerfer. Sehr schön. Obwohl, hinten M4. Nehmen wir die. Obwohl. Nee. Hey. Hey. Ich wusste, dass du schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Augenblick mal. Moment mal.
Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Ja, halt dein Maul. Ihr wartet hier drinne, währenddessen ich da draußen in einer Schießerei festhänge oder mich durchballern muss, könnt ihr mir nicht helfen. Ihr unasoziales Pack, Alter. So. Mann, Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Ja, ne? Störung der Totenruhe nennt man das. Nicht wieder sowas. Okay, was kann ich hier machen? Ah, okay. Gut, das dürfte, glaube ich, noch vergleichsweise einfach sein. Sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich, was glaubst du denn? Sonst hätte ich euch doch nicht hierher geschickt. So, der Anker. Passt. Pfeile passen. Buch. Mit dem D. Da ist ja gar kein D auf dem Symbol. Ich gehe mal davon aus, dass es so richtig ist. Ja, auf jeden Fall die Seiten stimmen. Oh Gott, Kelch. Sieht richtig rum aus. Krone. Oder sieht aus wie so eine Dame-Schachfigur. Richtig. Schlange. Richtig. Muschel. Nach unten. Also, so ein Rätsel hätte ich auch gerne vor dem hier gehabt. Ist, ne? Ist da noch? Dieses eine, wo ich nicht weiterkam? Was für mich keinen Sinn ergeben hat. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sally, los, raus da. Was? Das ist eine Falle! Sally, wenn alles okay? Sally! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann. Geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Kapitel 16. Das Schatzlager. Zwei Dinge. Erstens kann Sally nicht die Symbole wieder richtig herumdrehen und dann hier wieder reinkommen. Und irgendwas war auch noch was dämlich war gerade an der Cutscene, aber lass ich mir außen vor. Wir wollen ja die Stimmung nicht wegnehmen. Geheimnisvoll. Weißt du, wenn man das Spiel ein zweites Mal spielt, dann merkt man erst wie... Ei, hoi. Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Wie sinnlos manche Sachen sind. Och, das erinnert mich an irgend so ein Bild, auch mit, wo ganz viele Treppen in alle möglichen Richtungen gingen, auch von irgend so einem berühmten Künstler, aber keine Ahnung, wie der Künstler heißt oder das Bild, aber ich weiß, dass es so ein Bild gibt. Ach du Scheiße. Na, das sieht doch einladend aus hier. Ich glaube, wir werden hier definitiv willkommen geheißen. Wo sollen wir lang gehen? Das fragst du mich. Eieiei. Oh mein Gott! Nein! Ich wollte eigentlich an die Kette ranspringen. Okay, nochmal. Hello there. Gut, gehen wir dann mal den sichereren Weg, ohne an irgendwelche Ketten ranspringen zu wollen. Warte mal. In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten.
2VV2. Let's go. 2. Rüberspringen bitte. Hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Ja, lauf bloß nicht mit. Immer die Männer müssen alles machen. So, 2. V. Ja, gib mir doch keinen Tipp, ich bin doch gerade dabei. Und dann V2. Nee. Aber schön gestaltet die Umgebung hier, muss ich sagen. Also, Props gehen raus. V? Okay. Wir sind noch auf dem V-Weg. 3. Das würde mich bestimmt wieder nach unten leiten, ne? Hui. Aber die Leute von damals, die das hier angelegt haben, irgendwas gut sein. Die mussten anscheinend auch gute Kletterer sein, ne? Bedienen wir einfach mal diese alte Technik. Die wird definitiv noch funktionieren. Es tut sich was. Nate, warst du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Ah, okay. Jetzt können wir da hoch und den Mario Jump'n'Run ausführen. Schön. Erinnert mich irgendwie an... Das hat mich doch nicht berührt. An Mario 3D Land oder 3D World. Ich bin mir jetzt unsicher, was jetzt die Version für den 3DS war. Ob es jetzt Mario World war oder 3D Land. Och, Alter. Das Todespendel. Wisst ihr, der überlebt jede Schießerei, nur dieses dumme Pendel kann er nicht umgehen. So. Jetzt. Jawohl. Bloß nicht anecken. Er könnte ja runterfallen, weißt du? Das Ding streift dich am Arm und bam, Alter. Schon liegst du unten. War das jetzt richtig? Nee. Warte mal. Das ist jetzt. Na gut, 2 stand ja auch auf der Liste. Also folgen wir einfach mal dem Pfad der Erleuchtung. Ui, schön hier. Sally, hörst du mich? Verdammt. Offensichtlich nicht. Ne, IV. Och ey, wo geht's denn überall lang? Nee. Kann es sein, dass ich falsch abgebogen bin? Eigentlich muss ich nach V2. Okay, unbehelligt, unbeschadet. Bitte nicht runterfallen. Können wir an die Ketten dort vielleicht ran? Weil wir können ja jetzt nicht ohne Grund hier hoch. Na, probieren wir es nochmal hier lang. Wenn ich da drunter nach unten springe, das bringt mir aber auch nichts, ne?
Eieiei. Wisst ihr, wenn da so ein Haken dran ist, weiß ich auch nicht, ob wir da ranspringen können oder nicht. Es ist ein wenig seltsam. Oh Gott, was ist das überhaupt möglich? Okay. Offensichtlich nicht. Ah. Och, sag nicht, wir können auf dieses Zahnrad drauf. Dave? Danke. Weil die 2 zeigt ja nach links. Aber wir können nicht an das Zahnrad. Aber eigentlich muss ich doch mittlerweile dem V-Pfad folgen. Ja, hoch ist mir schon klar. Danke, Spiel, für den Tipp, aber... Entweder muss ich ja den VII-Pfad jetzt finden. Oder halt... dem V-Pfad. Nee, ja, warte mal, jetzt bin ich gerade selbst ein bisschen verwirrt. Also 2 stand ja auf dem Tagebuch. Dann 4 und dann VII. Oder? Hoffen wir es mal. Och, stirb doch nicht, wenn du... Och. Weißt du, manchmal fällt er 5 Meter und dann verreckt er gleich. So. Ich weiß nicht, wollen wir es mal quaken mit der Kette? Alter, das ist so jetzt nicht wahr. Gut, 5. Versuch mittlerweile. Das wäre zumindest möglich. Aber das wäre der VII-Pfad. Da bin ich doch gar nicht lange. Können wir auch nicht ran. Und hier ist ja die wunderschöne Nummer 2, aber da sind wir doch schon vorbeigelaufen. Da komme ich mit einem Jump bestimmt nicht rüber. Ach. Aber IV, das ist doch gar nicht das, was ich wollte. Warte mal. Oh. Ich dachte, das wird nichts mehr werden. Wenn das jetzt die richtige Fahrt ist, dann verstehe ich eindeutig die Karte nicht. Okay, 2, 1. Oder sind das die 3 Symbole, denen ich folgen kann? Das muss nicht nach der Reihenfolge sein. Dem wäre möglich, ne? Sieht zumindest richtiger aus als all das, was ich davor gemacht habe. Oh mein Gott, Timing. Hey, geschafft! Hey, pass auf! Das Ding Quicktime! Schon gut! Glück gehabt, Nathan. Auweia. Ich hab das Ding gestriffen! Was soll denn der Bullshit? Oh, ich dachte, das hittet mich jetzt auch nochmal. Das wär's ja komplett.
Okay. Na, perfekt. Genau das wollte ich erreichen. Ach, und die macht es sich wieder bequem, ja. Da lang. Schön, dass die... Ja, ich bin noch dabei. Dass die Kanten hier noch nicht so hervorgehoben wurden. In dem Teil. I like it. Ja, Elena, wir können uns den Quatsch mit dem Tor ersparen, wenn du einfach den Weg nimmst, den ich gegangen bin. Okay, oder auch nicht. Wir müssen anscheinend irgendwas aktivieren. Da kann ich bei ihr jetzt hier noch irgendwas machen. Weil hier durch das Fenster kann ich ja. Also das wird heute wirklich eine richtig lange Rätselfolge werden. Darauf stehe ich ja total. Konnte man die Vasen nicht mal zerschießen? Oder, warte mal. Gibt's hier Gewichte, die ich abballern kann? Irgendwas? Kann ich an das Seil? Nee? Ich bin ein wenig überfragt. Spiel, jetzt bräuchte ich einen Tipp. Danke. Och, das ist doch nicht wahr. Gut, ich bin 5-mal dran vorbeigelaufen, aber... Wer sieht denn die... Oh, wer sieht denn diese Kette? Gut. Was zum... Och Dave, das müsstest du eigentlich wissen. Das hatten wir schon mal gerade. Natürlich, so fällt ganz realistisch ein Tor nach oben oder eine Brücke nach unten. So, wir sind auf dem V-Weg. 2? Hier lang. Ach goddammit. Hey, Bulle! Wer überlebt, kriegt das Gold! Du bist es nicht. Tötet beide. Ja. Das wird ja einfach immer besser. Das dachte ich mir auch gerade. Alter, der hat garantiert ein ganzes Magazin gerade gefressen. Alter, das kann ja was werden. Geh doch drauf. Oh. Goddammit. Schon wieder keine Munition. Gut, dann machen wir es auf die altmodische Art. Jawohl. Und noch einer weniger. Jawohl. Granatwerfer-Typi. Ausgeschaltet. Noch einer. Goddammit. Verreck. Vorsicht. Schmoren der Hölle.
will doch nur einen Schatz finden. Eddie, du wurdest verstoßen, schließen wir uns doch zusammen. Ich glaube, da oben ist so eine Art mechanische Leiter. Du glaubst es. Wir folgen erstmal Fahrt 2. Och. Leck mich. Da drüben ist er! Danke für deine Munition. Wieso kommt der aus der letzten Ecke hier, ey? Hat er sich bestimmt versteckt. So. Extra für Elena. Bitte sehr, der Special VIP-Fahrt ist frei. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ist ja nicht so, als ob Eddie schon weit voraus ist. Alter Schwede. Wisst ihr, ihr seid richtig ätzend. Richtige Fruchtfliegen, ey. Parasitäre Lebensformen. Elena hält den gut in Schach. Das hoffe ich auch, aber ich wollte eigentlich gerade den Granatwerfer-Typen finden. Oh, da unten ist ein Schatz. Da ist er. Nein, Lüge. Komme ich da hin? Ach, Bull, da muss ich den ganzen Weg ja nochmal laufen. Scheiß doch die Wand ein. An. Oh. Ich dachte, der macht einen sinnvollen Jump, aber. Vorsicht! Och nee. Alter, von wo? Ja, die steht einfach weiter, die ist unbesiegbar, ich weiß, aber. Oh mein Gott. Ist das? Oh, von da oben. In Ordnung. Ja, den hätte ich niemals entdecken können von hier oben. Ist ja nicht so. Nee, absolut nicht. So, du kommst auch gleich. So, VII, endlich. Weiß nicht, ich glaube, ich nehme die noch mit. Hat mir gerade gute Dienste erwiesen. So. Ach, Leute. Ihr wisst schon, dass hier einiges auf dem Spiel steht. Versuchen wir es hier lang. Baller ruhig, deine Munition ist nirgendwo. Bekannt vor. Nate? Strike. Er hat ihn nicht gefunden. Er ist hier gestorben. So viel zu großem. Sein Leben vertan. Für gar nicht. Nate, können wir weitergehen? Ja. Liebend gerne. Ich muss doch hier rausgehen. Kapitel 17. Das Herz des Schatzlagers. Tja. So viel zu großem.
Das stimmt wohl. Nehme ich. Ja, das ist mir schon klar, Nathan Drake. Mein Mechanismus. Hey, da ist eine Leiter. Wenn du mich hochhebst, komme ich vielleicht dran. Was? Ach so, dort. Ich dachte schon. Gut, klettere weiter. Du bist schwerer, als du aussiehst. Kommst du dran? Oh, Nathan Drake, das hättest du lieber nicht sagen müssen. Sollen. Sieht aus wie ein alter Flaschenzug. Da ist ein Seil. Ich versuche es zu dir runterzulassen. Ich sehe einen Tunnel. So kommen wir raus. Hallo, Jungs. Ruhig, Eddie, ruhig. Was zum Teufel ist da draußen los? Hast du sie nicht gesehen? Oh, nein. Oh, Gott, nein. Das war's. Verdammt, was ist das? Wir sind tot. Wir sind alle tot. Eddie, komm wieder her. Falls wir hier nicht rauskommen, nur dass du es weißt, ich hasse dich. Nicht jetzt, Eddie. Bringen wir es hinter uns. Oh mein Gott. Was sind das für Mistviecher? Los! Lass uns das Seil hier runter! Schnell! Ja, moin. Elena, ich hab nicht ewig Munition. Nicht. Oh Gott. Okay. Bosskampf hier. Boah, vollends reingewirkt. Stirb. Wieso klemmt es genau dann in den Momenten, in denen ich das nicht brauche? Lass ihn in Ruhe. Gott, verdammt, da ist ja noch einer. Oh oh. Ich brauch keine AK. Ich brauch was Schlagfertiges. Hör auf rumzurennen wie so ein Gollum. Fressgranate. Au. Gut, ich befürchte, wir müssen doch mal AK nehmen. Ist nicht dein Ernst. Oh Gott, dammit, warum musst du denn ausgerechnet jetzt Eddie verschleppt werden? Ah, lass mich in Ruhe. Übrigens so ein Part, den ich richtig, ja moin, schade finde, dass in den ganzen Uncharted-Teilen, abgesehen von dieser Frau im vierten Teil, von den Bösewichten jetzt, quasi keiner überlebt hat, das Spiel. Und hier in den Teil hätte ich mir wirklich gewünscht, dass Eddie zum Beispiel die ganze Aktion hier überlebt hätte. Klar, vom Faktor, oh mein Gott, nein, ist natürlich besser, aber vom menschlichen Aspekt her. Fände ich es doch gut, wenn er überlebt hätte. Ich schwing dich rüber. Festhalten! Mach schnell!
Oh. Sorry, ich habe vergessen, dass es ja so eine Run-Sachen gibt. Elena, lauf! Die konzentrieren sich zwar nur auf mich, aber egal. Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Bei dir alles klar? Ja. Nate? Okay, hier kommen sie bestimmt nicht durch. Nate. Was? Wo sind wir? Ich weiß nicht. Los! Wow, das erklärt das U-Boot im Amazonas. Nate, hierher, schau doch mal. Die haben ihn gefunden. Sie haben das Lager aufgebrochen und leergeräumt. Ja, aber was hat das Kloster damit zu tun? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Wenn die Statue jetzt dort sein soll, oh, dann müssen wir genau darüber gewesen sein. Ich schätze, damit kommen wir hoch. Die haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt. Ach, Mist! Ich wette, wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen, könnten wir den Strom wieder einschalten. Aber zuerst müssen wir hier rausfinden. Warte, was machst du da? Was machst du da? Hier rausfinden. Nicht schlecht. Okay, gehen wir. Nein, du gehst alleine, Cowboy. Was meinst du? Nate, den Sprung schaffe ich einfach nicht. Ich lass dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern. Wir haben keine Wahl. Schalte den Strom ein und komm mich dann holen. Und dann verschwinden wir endlich, okay? Mach schon. Ich bin gleich wieder da. Ja.